So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu dieser immer noch seit zwei Folgen gleichen Mission. Ich habe in der letzten Folge versprochen, dass wir das ja endlich mal schaffen werden. Und ich habe gesagt, was ich verspreche, das halte ich auch. Deshalb schaffen wir das jetzt. Okay. Wir sind Soldat der US Army. Bad Company, wir schaffen das. Ja, so nicht. Es ist echt unglaublich, wie schlecht ich bin. Also, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Das ist doch echt nicht wahr, ich krieg's nicht hin, ne? Wenn die anderen ein bisschen auszusehen, dann haben wir ein Problem. So, Havoc, jetzt kommt er. Jetzt haben wir die Chance. Schnell. Ja, komm, komm, komm. Ja. Immerhin einmal. Immerhin einmal getroffen. Ey, das ist doch wohl. Ich krieg's nicht hin. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Hallo. Da drüben bist du. Hallo. Ja. Das war für dich, Schatzi. Ich hab ihn runtergeholt. Ah, hier. Also den Heli. Und den zweiten. Den zweiten müssen wir jetzt noch schaffen. Und wenn der mich killt, ich sag's euch. Ich sag's euch. Ja, friss das. Und natürlich vorbei. Nein, jetzt kommt hier ein anderer. Nein. Ich glaub's ja wohl nicht. Ey, das ist doch... Es ist doch irgendwie ein Fluch. Was ist das denn? Das kann's doch wohl nicht sein. Ja, schieß eine Granate. Das ist doch... Ich muss das jetzt schaffen. Hugakikakihu, kukididigu. Ich konzentriere mich jetzt. Nochmal. Und werde natürlich wieder direkt beschossen. Von so einem Typen. Was ist... Nee. Das ist auch wohl nicht wahr. Also, ich glaube, ich brauche jetzt echt... irgendwie eine Pause. Nee, was ich jetzt brauche ist... Hallo. Ich brauche Hallo. Mann. Okay, da steht ein Sniper um die Ecke, die machen wir weg. Ein Sniper, den machen wir weg. Eigentlich natürlich. Der ist ja schon tot. Okay. Ich glaube, ich bräuchte jetzt eine Umarmung von meiner Freundin und dann schaffe ich das nämlich auch. Aber ich schaffe das, siehst du? Und schon passt. Ja, fast. Ah. Okay. Nein, nicht hängen bleiben. Ich schaff das jetzt. Ja, fast. Jetzt bin ich zu hektisch. Was macht der hier weg? Ich brauche Deckung, ne? Das Problem ist, von hier treffe ich auch nicht wirklich. Nope. So nicht. Es macht doch keinen Spaß, immer wieder dasselbe zu probieren oder nicht zu schaffen. So, den haben wir schon mal getroffen einmal. Jetzt kommen ja die nächsten Gegner. Das darf man nicht vergessen. Ich brauche Deckung. Ich weiß nicht, wo der jetzt schon wieder ist. Okay, beide rauchen. Beide rauchen und greifen jetzt an. Ihr seid so fair. Ihr seid wirklich so fair, ihr Helis. Macht uns doch direkt tot. Geht schneller. Es ist doch wohl nicht wahr. Was ist da? Was geht denn hier los?
Na, mein Gott. Och, der zweite, der zweite, der zweite, der zweite. Der zweite. Ich wollte um die Ecke. Und da. Ich glaube, ihr merkt, wie ich langsam verzweifelt bin. Infanterie hier. Pass auf, am Ende stellt sich raus, ich muss die nicht mal umbringen. Aber da steht lokalisiert. Wenn ich jetzt gar nicht umbringen muss, ich drehe durch. Ah, Entschuldigung. Ich verschluck mich jetzt andauernd. Nein, 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 nein. Da war eine Granate. Es muss einfach mal sein. Es ist halt unglaublich. Wieso ist das Teil denn jetzt schon wieder hier? Es kann doch irgendwie gar nicht sein, dass er jetzt schon wieder da ist. Jetzt geht er auf einmal direkt kaputt. Hä? Ich verstehe das nicht. Also irgendwas passt doch hier nicht. Nö, ich habe doch jetzt nicht ernsthaft die Chance, verpasst, das Teil abzuschießen. Der ging durch. Der ging da eindeutig durch. Ihr habt's gesehen, das war doch eindeutig durch, das Teil. Kann es sein, dass der zweite Heli etwas aggressiver ist wie der erste? Als der erste. Blindschuss. Hätten wir ja klappen können. Er ist nur minimal aggressiver. Er hat natürlich noch zwei Leben, ne? Also irgendwas passt doch da nicht. Wieso stirbt man einfach fast direkt, wenn der hier einen abschießt? Pass auf, ich bin gleich tot. Ich sehe es. Ich weiß es. Ich sag's. Ja! Ja! Puh. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's gesagt. Ich hab's euch versprochen. Was ich verspreche, das schaffe ich auch. Was ich verspreche, das schaffe ich auch. Ich hab's euch gesagt. In dieser Folge passiert's. Und siehe da. Moment. Hatten wir das Teil schon weggesprengt? Beim letzten Mal, ne? Ja. Okay. So, das war anstrengend, aber wir haben's geschafft. Tut mir leid. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass das hier so lange gedauert hatte. Da fange ich schon an zu stottern hier, so lange dauert das. Ich hoffe, die anderen Missionsziele sind nicht so. Bitte nicht. Aber seht ihr? Es hat geholfen, wenn man schon an seine Liebste denkt. Hallo? Was soll ich denn jetzt hier? Aha. Zwischensequenz. Okay, ist erledigt. Was zum Himmel? Preston, ich bleib hier und sehe zu, dass das Signal stabil bleibt. Du musst zu einem anderen Quadranten, während ich hier einiges justiere. Und vielleicht kriege ich auch was über Aguirre raus, während ich hier bin. Oh ja, Sangre del Toro, da bist du ja, du kleines Luder. Ich schicke dir gerade die Koordinaten. Okay, Rock'n'Roll. Das Fahrzeug da sieht gut aus. So, Sweets ist wohl jetzt hier abgeblieben, oder was? Okay. Na dann, let's go. Hey, ho, let's go. Let's go, oh, ho. Wow. Nein! Okay. Yeah. Woohoo. Yay. Genau. Feststecken bleiben. Yay. Das ist gut. Yeah, yeah, yeah. Mir gefällt das. Mir gefällt das. Woohoo.
Verlässt das Schlachtfeld. Als ob in der Wüste tatsächlich eine Grenze stehen würde. Achso, mit Minen. Die begründen das mit Minen. Immerhin, es gibt gute Gründe. Aber warum kann ich denn hier nicht langfahren? Das ist doch gleiches Terrain. Wow. Scheiße. No. Natürlich. Fahren wir das Tier hin. Ist kürzer. Immer schön der Nase nach. Bitte sag nicht, dass ihr es einfacher einzunehmen wie die anderen Teile. Ja, ja, piep, piep, piep. So, dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich hab's euch gesagt, in der Folge schaffen wir es und wir haben es geschafft. Juhu! Ich bin froh. Okay, mal sehen, was wir in der nächsten Folge schaffen. Ich hoffe, das ist ein bisschen leichter wie das hier. So, vielleicht war das ja auch das Schwierigste von allem, was wir als erstes gemacht haben. Das wäre toll. So, na dann, bis zur nächsten Folge. Ciao mit Pau, haut rein. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht oder einen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr das anguckt. Na dann, haut rein!